Hallo, mein Name ist Maximilian Knoppe, ich bin von der Firma PCE und ich zeige Ihnen heute die Bedienung des PCE MSM4 Schallmessgeräts. Um das Gerät einzuschalten, drücken wir einmal kurz die Power-Taste. Das Gerät schaltet sich wiederum ein und beginnt direkt mit der Messung. Um das Gerät wieder auszuschalten, drücken Sie für 3 Sekunden die Power-Taste und das Gerät schaltet sich wieder aus. Um die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren, drücken Sie die Beleuchtungstaste. Die Beleuchtung schaltet sich direkt wieder ein. Durch weiteres Betätigen der Taste schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung wieder aus. Um die Zeitbewertung hier einzustellen, hier aktuell eingestellt in Slow, drücken Sie die Fast- und Slow-Taste. Ich drücke diese einmal und wie Sie direkt sehen werden, wird die Grafik bzw. die Skala schneller aktualisiert. Um die Frequenzbewertung einzustellen, von A zu C, hier ist es eingestellt in Dezibel A, drücken Sie die A- und C-Taste und er schaltet direkt um zu Dezibel C. Gleichermaßen, wenn Sie nochmal darauf drücken, schaltet dieser wiederum zurück um auf Dezibel A. Um die Messbereichsskala einzustellen, drücken Sie die D-Level-Taste. Skala springt direkt um von 30 bis 80 Dezibel, von 50 bis 100 Dezibel und wieder zurück von 80 zu 130 Dezibel. Wenn Sie bei der Skala von 30 bis 130 Dezibel angekommen sind, sind wir im automatischen Modus drin. Dies wird auch signalisiert mit der Autoanzeige. Um den Messwert entsprechend einzufrieren, drücken Sie die Hold-Taste. Im Display wird nun Hold angezeigt und wenn Sie die Messung wieder aufnehmen möchten, drücken Sie erneut die Hold-Taste. Um eine Min-Max-Aufzeichnung zu starten, drücken Sie die Record-Taste. Im Display erscheint Record. Die Messwerte werden entsprechend nun aufgezeichnet. Hierbei wird nur der maximale und der minimale Wert aufgezeichnet. Dies wird auch signalisiert durch die Anzeige REC. Wenn Sie sich wiederum die Messwerte entsprechend angucken möchten, den maximalen und den minimalen Wert, drücken Sie die Max- und Min-Taste. Das ist jetzt der maximale Pegel. Drücken Sie dort nochmal drauf, erscheint der kleinste Messpegel. Um den Modus wieder zu verlassen, drücken Sie erneut die REC-Taste und die Max-Min-Taste. Um sich direkt den Max-Min-Wert anzeigen zu lassen, drücken Sie einmal die Max-Taste und hier wird wiederum nur der höchste Messwert angezeigt. Alle anderen dort drunter liegenden werden ignoriert. Gleichermaßen ist das auch mit dem Min-Wert. Einmal kurz draufdrücken und es wird wiederum nur der leiseste Wert aufgenommen. Um den Modus zu verlassen, drücken Sie erneut den Max-Min-Knopf. Um die automatische Abschaltung von diesem Gerät zu deaktivieren, drücken Sie einmal die Setup-Taste. Unten links wird sich das Icon der automatischen Abschaltung ausschalten. Um dies wieder zu aktivieren, drücken Sie erneut die Setup-Taste. Um die Uhrzeit einzustellen, schalten Sie zunächst das Gerät aus. Um die Uhrzeit nun einstellen zu können, drücken Sie und halten Sie die Setup-Taste gedrückt und schalten Sie das Gerät ein. Lassen Sie nun die Setup-Taste los und Ihnen wird das aktuelle Datum angezeigt. Drücken Sie nun die Setup-Taste, um hier wiederum die Minuten einzustellen. Dies stellen wir anhand der Level-Taste ein. Haben Sie die Minutenanzeige eingestellt, drücken Sie erneut die Setup-Taste und wir kommen zur Einstellung der Stunden. Auch hier Level drücken, um die Stunde einzustellen. Drücken Sie erneut die Setup-Taste. Und wir können wiederum den Tag einstellen. Auch hier wiederum Level-Taste drücken und der Tag wird eingestellt. Drücken Sie erneut die Setup-Taste und wir gelangen zu den Monaten. Level drücken und der Monat stellt sich entsprechend ein. Drücken Sie erneut die Setup-Taste und wir können das Jahr einstellen. Level drücken
und das Jahr wird eingestellt. Durch erneutes Drücken der Setup-Taste erscheint auf dem Display RST für Reset. Das bedeutet, dass wir hier Datum und Uhrzeit zurücksetzen können, falls Sie sich vertan haben. Halten Sie nun die Hold-Taste gedrückt und Datum und Uhrzeit setzt sich einmal zurück. Um die Einstellung zu übernehmen, drücken Sie einmal kurz die Hold-Taste. Das Gerät beginnt sofort mit einer neuen Messung. Auf der linken Seite haben wir zum einen die Spannungsversorgung für ein externes Netzteil, dann einen USB-Anschluss für die Verbindung an den PC, um Daten live zu übertragen, einen analogen Ausgang und eine Kalibrierschraube, um die Messwerte einzustellen, um das Gerät zu justieren und zu kalibrieren. Auf der Rückseite haben wir einen Anschluss für ein Kamerastativ. Weitere Informationen und Datenblätter oder Zubehörartikel finden Sie auf pce-instruments.com.